Wir wollen feststellen. Nochmal, steh nochmal auf bitte. Ja. Lass alles so. Und. Es sind die Tests hier, ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Doch. Schaut schon gut aus. Genau. Du hast ihn jetzt runtergefahren und jetzt machst du bitte zu. Nochmal aufmachen. Nee, das war jetzt die Sitzhöhe, ist okay. Passt schon. Warte mal. Da schaut es sehr gut aus, ja. Was? Sitzhöhe und Sitztiefe nochmal einstellen. Also erst wieder die Sitztiefe, die volle Kanne. Die Tiefe erst wieder ganz rausfahren. Auch die Höhe, ja. Mach mal. Genau. Ja. Und jetzt dann die Tiefe bitte so, dass du mehr 90 Grad, du sitzt jetzt leicht zu uns geneigt. Ja. Und du müsst jetzt genau so sitzen, weil dann sieht man das besser. Moment. Du kannst jetzt die Sitzhöhe einstellen und dann die Sitztiefe. Mhm. Schreibtisch hoch. So. Ja. Genau. Ist irgendwo eine Maus? Ja, war vorhin da. Die habe ich wieder aufgeräumt. Achso. Ja, aber das ist versehentlich. Achso, dann muss man es nochmal machen, oder? Weil es ist komisch, wenn die plötzlich auftaucht, oder? Mal ganz nach hinten. Das geht jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr einstellen. Dann machst du Pfanne einstellen. Kannst das Glas in der Hand halten. Das machst du nur mit der linken Hand mit dem Drehknopf. Sehr schön. Schreibst du einen Satz? Und dann leicht genervt. Finger klopfen, verdammt nochmal. Warte mal auf Sekunde, bleib mal. Ja. Geh noch in die letzte Position. So, davor und dann gleich genervt, ja. Kann ich schon? Moment, nein, noch nicht. Okay. Oh, ja, aber du saßt gerade näher dran. Wieder fast dran am Tisch.
Und dann wieder genervt zurücklehnen und dann die Schuhe von sich werfen. Okay. Tisch runter. Tisch runter. Gut. Jetzt wieder den Satz schreiben. Und happy, das war die Erkenntnis. Ja. Jawohl. Jawohl, jetzt endlich hast du den Satz gefunden. Jawohl. Soll ich jetzt noch irgendwas machen? Doch mal einen Satz schreiben und über den Satz freuen. Und jetzt ohne irgendwas, du machst es einfach und ich filme mit. Na gut. Also alles wieder zurückstellen, oder? Genau. Noch ein bisschen mehr. Gut, ganz gut. Zu viel, wieder zurück. Mal schreiben. Noch ein Satz. Dann genervt. Erst mal was trinken. Tisch runter. Tisch runter. Neuer Elan. Die Sätze fließen nur so. Der Roman entsteht in schwierigen Stunden. Zwischen den ja, genau das ist der Satz. Ha! Nochmal einen Satz. Schlusssatz. Wenn sie nicht gestorben sind, lieben sie sich noch heute. Nach hinten nochmal werfen. Endlich. Ah, sehr schön. Ah. Super, klasse. Wir rollen. Perfekt. Die Rollen feststellen. Nochmal, steh nochmal auf, bitte. Ja. Lass alles so.
Guck mal ganz nach hinten. Das geht jetzt nicht, das ist nicht eingestellt. Dann machst du vorne einstellen. Kannst du das Glas in der Hand halten. Das machst du nur mit der linken Hand mit dem Drehknopf. Sehr schön. Schreibst du einen Satz? Und dann leicht genervt. Fingern klopfen, verdammt nochmal. Nach hinten. Ja. Den Pferdeschwanz über den Stuhl. Mhm. Mehr auf meiner Richtung. Ah, ja, so. Ja, Wahnsinn. Super. Einplan. Jetzt mal wieder ruhig in der Richtung bleiben. Mhm. Ruhig in der Richtung bleiben. Fertig. Und dann dann stellst du ihn senkrecht, drehst dich praktisch um und arbeitest weiter. Stellst ihn fest, genau. Mhm. Und drehst ihn um und arbeitest praktisch weiter. Also wieder aufmachen. Nee, Moment, wieder zurück, so wie es gerade war. In dieser weit hinten Stellung aus dieser Komfortzone. Achso, das soll aufs Foto. Genau, ja. Also es wird eine Fotoserie dann. Ah ja, okay. Also wieder die Tiefe, die volle Kanne Tiefe hattest du gerade. Okay. Und die volle Kanne. Nein, jetzt ist der Pferdeschwanz nicht so schön. Nochmal nach hinten rüber. Doch, er ist schon schön, er war noch nicht drüber, ja? So passt. Perfekt. Okay. Ja. Und umdrehen. Das ist zu hoch, zu hoch. Das habe ich gar nicht drauf gedacht. Naja, machen wir aber nachher auch gleich noch. Mhm. Aber fahren wir jetzt erstmal passend runter. Aber du saßt gerade näher dran. Wieder fast dran am Tisch und dann wieder genervt zurücklehnen und dann die Schuhe von sich werfen. Okay. Tisch runter. Gut so. Setz dich ein bisschen tiefer in den Stuhl und schau mal, dass du die Lehne berührst. Nein. Das lassen. Wir sitzen tiefer so kurz wie möglich stellen und mit dem Po so weit nach hinten wie möglich. Okay. Dass du mit dem Rücken an der Lehne besser dran bist. Okay, Moment. Also quasi weg. Nein, ran. Also der sitzt so nah wie möglich ran. Das ist er jetzt, glaube ich, schon, wenn er ansetzt. Ja, genau. Und jetzt so, genau. Und ruhig ein bisschen weiter runterfahren noch. Beine, weiter mit dem Körper unter den Tisch fahren. Ach so. Ja, und jetzt ist der Tisch noch zu hoch, der muss noch ein bisschen niedriger. Ja. Und du musst schauen, dass du mit dem Rücken an der Lehne bist. Okay. Ja. Jetzt bist
Pelletschwanz nach hinten werfen. Ah, mach's mal mit der linken Hand. Ja. Nochmal vorgehen, dass er klemmt, der Pferdeschwanz. Ja, genau. Und jetzt. Das machen wir nochmal, das schaut witzig aus. Moment. Was soll ich machen? Moment. Ja. Nochmal mit der linken Hand den Pferdeschwanz rauswerfen. Mehr höher? Ein bisschen höher? Aber du war gerade. Ja! Ja, das war da. Klasse. Okay, jetzt brauche ich noch. Jetzt bleib so. Vorne. Super. Noch ein bisschen höher. Gut, ganz gut. So viel, wieder zurück. Mal schreiben. Noch ein Satz. Noch ein Satz. Ist dann genervt. Erstmal was trinken. Sehr so. Tisch runter. Tisch runter. Neuer Elan. Die Sätze fließen nur so. Der Roman entsteht in wenigen Stunden. Zwischendrin, ja, genau das ist der Satz. Ha! Nochmal einen Satz. Schlusssatz. Wenn sie nicht gestorben sind, lieben sie sich noch heute. Nach hinten nochmal werfen. Endlich. Ah, sehr schön. Ja, naja, machen wir aber nachher auch gleich noch. Mhm. Aber fahren jetzt erstmal passend runter.
und bleibst dann mit dem Rücken dran, genau. Ja. Ja, genau. Mhm. Ich weiß nicht, wo ist denn der Nagel? Ich glaube, es geht anders besser, wenn ich es so ist und wenn ich es dann... Mh. Ja, das ist schwierig, du in zwei Richtungen musst, ne? Das ist nicht leicht. Nee. Es geht nicht, weil es geht nur nach oben. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bekomme das auch nicht schön hin. Ja. Ja, ich brauche es doch jetzt was ganz schön. Okay. Schon ganz gut, aber von der Seite waren alle unter. Das kannst du sogar ein bisschen in meine Richtung. Zu mir.
Dankeschön, schon fertig. Jawohl. Rüber, dann kannst du dich dabei umziehen. Perfekt. In den Tisch. Okay. Weit hoch. Und auch stehen dazu. Weit hoch. Genau. Mal da so ein bisschen in den Pferdeschwanz nach hinten. Ja. Ja, so ist schön. Ja, ja, mehr auf meine Seite, ja. Ja. Und Beine mal gerade. Ja, sehr schön. Noch mal darüber schauen, das war gut, so in Richtung Flasche oder. Ja. Oder mal darüber, ja. Dann, oder so? Ja, kannst auch, aber du kannst dann auch mal noch weiter zu uns rüber schauen, lieber. Ja. Mal an mir vorbei, darüber ungefähr in die Ecke. Ja, das ist gut. So, sehr schön. Gut. Super, grandios. So, jetzt brauchen wir, auch schön. Ja, schau doch mal zu mir. Und Pferdeschwanz, genau. Das ist wahrscheinlich. Voll. Hand so richtig so. Moment. Jetzt mal, machst du jetzt gerade einen Fahrer, wenn du rauf oder runter fährst? Hm? Bitte? Ist es jetzt, wenn du rauf oder runter fährst, dass man die Spur sieht? Rauf. Ich mache es schon, dann wische ich nach oben. Genau. Jetzt mal. Genau, mit der ganzen Hand. Ja. Ja, so, genau, einmal hoch. Vielleicht wieder runter? Ja. Okay, jetzt machen wir.